Und weiter geht es mit einer besonders würzigen Folge von The Front. Ich habe schon mal ein bisschen Material für uns gesammelt und ich würde sagen, es geht heute weiter. Störsender habe ich leider nicht genug dabei gehabt. Ich muss auf jeden Fall mehr craften, um mir einen Gefolgsmann zu holen. Ich würde sagen, ich werde ein paar craften. Ich habe, wie gesagt, schon Material vorbereitet. Ich zeige euch gleich mal was. Und zwar, ich habe ein bisschen so die, ja, das Sammeln ein bisschen höher gestellt, damit es ein bisschen schneller funktioniert. Dann habe ich hier ein bisschen Stein schon mal parat, ne? Bisschen Holz, bisschen Pflanzenfasern, bisschen Pflanzenschleim vor allem auch. Also wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen Kautschuk. Wir können auf jeden Fall einiges machen. Und nicht hier drin, hier Klebeband. Also das sollte erstmal ausreichen, würde ich sagen. Ich habe jetzt wieder alles auf 1 ganz normal gestellt. Schreibt in die Kommentare, ob es für euch in Ordnung ist, wenn ich auf Stufe 2 stelle und das dann erstmal so eine Zeit lang beibehalte, was ihr davon haltet. Ja. Ich würde sagen, ich hau auf jeden Fall hier mal den Ofen an. Mach mal irgendwie. Könnte ich ja machen. Oh ja, okay. Mach mal 100. 100. Zack. Mach hier auch mal 100. Ja, warum nicht? Danach kann dann der ganze Rest automatisch ausgeführt werden. Das Holz reicht, keine Ahnung, ich denke nicht. Oben, weil, warum ich auch so viel gesammelt habe, ist, sehr viel Steine wollte ich haben, weil ich will eine richtige Base bauen. Wie wäre denn möglich? Ich glaube, an Seilen mangelt es, ne? Gut, dann muss ich gleich mehr Seile machen. 150 Foundation. Ich gehe mir erstmal auf 80. Das sollte auch reichen, oder? 80 Foundations, damit kann man auf jeden Fall schon mal ordentlich was anfangen. Und dann müssen wir uns natürlich einen geeigneten Spot finden. Wo genau, weiß ich noch nicht. Wir müssen vielleicht hier mal ein bisschen rumfahren. Vielleicht hier, so am Fluss oder so. Müssen wir uns mal anschauen, ja? Warte mal, Kiste, Pflanzenfasern. Ich muss ein paar Seile herstellen. Und dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir uns diesmal echt einen Gefolgsmann ready machen. Wenn wir alle Seile machen, 300, ja. Ich denke, das ist nicht verkehrt. So, also, Störsender. Störsender, warum, wie komme ich mal auf Störsender? Was soll denn ein Störsender sein? Mal Verbände kann ich auch direkt mal reinmachen. Warum denn auch nicht? Gleich wird das reichen, 50. Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Warte mal, habe ich hier oben noch Fleisch drin? Könnte es sein? Ne, nur vergammeltes. Natürlich. Natürlich habe ich nur vergammeltes Fleisch drin. Ich teile hier nochmal die Hälfte auf. Ich will nochmal ordentlich Kautschuk produzieren. An Öl sammeln habe ich gar nicht gedacht. Falsch rum, so. 60 mal Klebeband. Ich mache erstmal 40. Nicht, dass ich hinterher doch noch was brauche. Also ich brauche Eisen. Und dann jede Menge Seile noch, oder? Ne, Kristalle. Die Crystals. Dann habe ich ja zum Glück noch ein paar. Ich kann bestimmt noch Missionen einlösen. Warte mal, die Bücher haben wir auch. Dann können wir auch direkt noch was lernen. Das Visier mal 4 behalte ich. Ach, guck mal hier. Hier habe ich ja noch Fleisch. Sehr gut. Dann grill ich das nochmal eben. Hau ich nochmal hier rein, ne? Machen wir mal so voll. Und Fleisch rein. Und let's go. Seile werden weiter produziert. Jetzt habe ich alle weggehauen, ne? Ja, aber es sollte reichen. Sollte doch reichen. Wie viel kann ich überhaupt machen? 8. Dann sind meine Scherben weg, ne?
Ich mach mal 8. Warum denn noch nicht? Was mir auf jeden Fall auch fehlt, ist, glaube ich, Schwarzpulver. Kann es sein? Ah, falsche Bank. Ja, ich brauche dieses Salz. Ich habe jetzt 81 Schuss. Ja gut, damit können wir auf jeden Fall noch einiges anstellen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Was mir auch gerade so nebenbei anfällt. Ich habe ja noch Holz. Wir sollten vielleicht mal Harz produzieren. Ich nehme hier kurz mal noch so ein Stack hiervon raus. Haben wir 2 Stack Holz. Und dann produzieren wir doch mal ein bisschen. Das war doch hier, ne? Am Mörser. Yes. Komm. Machen wir direkt rein. Dann lernen wir mal ein bisschen Talente. Also wir müssen eigentlich echt hier rein, auch wegen Gesundheit, ne? Für die Zukunft. Ich überlege gerade. Kautschuk, was haben wir überhaupt? Okay. Tierschäden. Schaden am NPC erhöht. Oh. Das ist eigentlich auch vernünftig, ne? Mehr Schaden austeilen. Nachtbewegung, aha. Aha. Also hier müsste ich dann, um NPC-Schaden, müsste ich dreimal reinskillen für Überleben. Ne, nicht Überleben. Muss 1, 2, 3. Hier, 5-mal reinskillen, damit ich erst überhaupt mal mehr Leben kriege. Dann ist doch eventuell das hier nicht verkehrt, oder? Das hier hin reinskillen, erstmal in den NPC-Schaden. 5% erhöht, 10% erhöht. Hä? Und danach 15, danach 8, danach 10. Komm, machen wir einfach mal. Wir gehen mal langsam in die Richtung. Sieht das Suchmenge erhöhen. Könnte auch nützlich sein. Gut, das war's dann erstmal. Seile lassen wir erstmal beiseite. Dann erstmal die Störsender bauen. Ja, ich habe keine Scherben mehr. So, dann können wir noch weiter Seile machen. Das Fleisch müsste auch ready sein. Jupp. Gut, 84 Fleisch, das sollte doch reichen, oder? Zack, Splitter, die Sender. Warum sag ich immer Sender? Die Sender werden bestimmt jetzt auch gebaut, ja. Wie sieht's hier aus? Haben wir, glaube ich, so laufen lassen, ne? Vielleicht machen wir nicht komplett nur Kalk, sondern. Ich brauche, denke ich mal, auch einen zweiten Ofen, ne? So. Ach genau, wir können hier oben hier auch. Warte mal. Noch jetzt mehr Seile. Türöffnung aus Stein. Ein. Könnte man herstellen. Was habe ich nicht unten? Warte mal. Ne, das ist die große Foundation. Gut, das ist schon auch wieder erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal Steinwände, die normalen. 120 und 100 mal Steinboden. Das sollte doch vollkommen ausreichen, würde ich sagen, oder? Sender. Ich muss mir das einprügeln. Ich sag schon wieder Störsender. Warum sag ich das? So. Markieren. Ich soll mir mein Ziel markieren.
Das hier kommt. Nein. Das kommt weg. Gehen wir wieder zur Mine. Oder hier oben war ja auch, glaube ich, so eine Lady, ne? Die wäre sogar alleine. Bei der Mine könnten halt die Dicken mit dem Schild nerven, ne? Rein theoretisch. Aber, warte mal. Von der Entfernung. Hier haben wir halt Wasser zwischen, oder? Hier so. Oder wir können an der Straße entlang fahren. Ich glaube, die Mine ist am nächsten dran. Gehen wir lieber dorthin. Dann lieber ab zur Mine schauen, weil ich will meinen ersten Gefolgsmann haben. Und dann könnten wir vielleicht in der Zwischenzeit hier mal so ein bisschen rumschauen, ob hier irgendwie ein guter Spot wäre. Aber hier ist alles so hügelig. Ich würde ganz gerne irgendwie einen Ort haben, der relativ flach ist. Oder ich weiß nicht, ob man auf dem Wasser bauen kann. Das könnte sonst auch interessant sein. Aber hier ist alles sehr, sehr, ja, überhaupt nicht flach. Oh, was ist denn das? Ruckel, ruckel. Okay. Ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig und entspannt. Jetzt brauchen die bestimmt erstmal wieder zum Spawn, kann es sein. Ja. Ah ne, da hinten ist einer. Kann ich den Level schon erkennen? Und der? Reicht das sogar? Wir lassen ihn mal kommen. Habe ich in den Hintern geballert oder so? So, die können erstmal hier rein. Ah, nicht ganz. Komm, einmal noch ins Knie. Oder in den Schritt. Ist auch gut. So ein bisschen nach hinten. Und den anderen. Erstmal weg. So, das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Aber habt ihr gesehen, ich habe zwei Stück gebraucht. Fleisch. Er will doch, ja. Fleisch oder Beeren? Habe ich meine Beeren nicht dabei? Will nicht Mamfi machen. Hallo? Ist vielleicht gut, wenn ich auch Steak, Hallo? Ich will nicht essen. Lieblingsessen. Grillfleisch. Grillfleisch. Ah, okay. Ja. Sechs Stück. Vielleicht habe ich hier noch ein paar Splitter. Okay, sehr gut. Dann könnte ich vielleicht nach und nach mir noch welche machen. Weil ich habe so ein Gefühl, ich werde noch mehr brauchen. Ah, super. Ach, Eisenbarren war mein Problem. ob sechs Stück reichen. Wir können jetzt zur Not nochmal zurück. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit, wir können hier mal ein bisschen. Vielleicht ein paar killen. Damit ich nochmal ein paar Splitter und so kriege, ne? Splitter, Bücher. Wenn hier jemand spawnen würde. Ich kenne das, ich laufe dann hier hinten rein. Ach, guck mal, da hinten ist einer. So. Nur einmal andippen. Weil ich hole den lieber mit Pfeil und Bogen weg. Ah, ich wollte einen Kopfschuss machen, aber. Na gut. Dann halt nicht. So, sehr schön. Ja, genau jetzt kriege ich einen Steinboden.
Genau, jetzt kriege ich eine Formel dafür. Alles klar. Wie viel könnte ich denn überhaupt machen? Wie viel wäre mir erlaubt? 13, ja. Na gut. So, gibt es hier noch einen, der hier rumlungert? Ich schau mal ganz kurz unseren Kollegen hier an. Ah, noch ist in Ordnung, ne? Ich habe hier 6 Stück. Sollte das reichen? Ich hoffe es. Ist noch einer. Natürlich treffe ich nicht. What? Aha. Ich wollte schon sagen. Ach, da ist ja noch einer. Und ein Hasen. Warte mal. Hier bleiben. So, von wo kommt der denn jetzt? Sehr schön. Ich sammle den erstmal ein, danach kommt dann der nächste dran. So, wie geht's dir? Ich glaube, die Split macht keinen Sinn. Dann hauen wir den nochmal Beeren rein. Dann kann der das essen, was er essen möchte. Einen können wir noch wegholen. So. Wunderbar. Oh. Eine Armbrust. Aber ich denke, der Bogen. Wie schade hat die denn? Geht hier jetzt nicht. Der Bogen ist doch mit Sicherheit besser, oder? Also. Ich werfe mal lieber einen auf ihn drauf. 620. Ah, okay. Können wir uns dann so ein bisschen sparen, müssen wir nicht direkt bei der Hälfte reinhauen. Ich glaube, das macht komplett voll, ne? Gut, ich trinke mir mal einen Schluck. Aber was? Wir haben 5 Bücher. Das ist ja schon mal ganz nice. Jetzt habe ich natürlich für mich nichts zum Essen. Ja, ich bin ja eh erstmal voll. Ist ja erstmal in Ordnung. Und schauen wir mal, ob hier noch jemand ist. Eisen habe ich erstmal relativ viel. Ich hole mir die bisschen von Distanz erstmal ran. So. Guck mal, auf einmal ist. Der ist doch gerade eben erst gespawnt, oder? Oder bin ich wirklich so blind? Niemals. Ich brauche Steine. Ich muss hier ein paar Steinpfeile machen. Der war schön. So. Und her damit. Keine Bücher, Frechheit. Kann ich erstmal zur Seite packen. Munition habe ich eh davon gerade nicht dabei. So, wie geht es dir? Okay, das ist ziemlich langsam. Resonanz. Was genau macht Resonanz? Könnte mir das einer sagen? Also ich brauche auf jeden Fall einen Felsen irgendwo. Obwohl, warte mal, wir können noch Eisen abbauen ein bisschen. Oh, Zuckerrohr. Zuckerrohr brauche ich eigentlich eine Menge, ne? Ich will eigentlich diesen Zucker machen, weil dann könnten wir auch Croissants und sowas machen, aber ich glaube, das könnte ein bisschen dauern. Deswegen schreibt da in die Kommentare, ob ich vielleicht doch mal echt erhöhen soll, dass ich alles mal 2 kriege oder so oder mal 3, was ihr lieber sehen möchtet. So, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Wie kann ich machen? 25. Ja, das reicht doch schon mal. Komm schon, bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig. Der Kopf. So, hier. Der Kopf. Die Position ändert sich irgendwie mal ein bisschen, ne? Egal, schieß dann lieber auf den Körper. Soll's. Was soll's, Leute? So.
Hä, was ist eine Lady? Das ist irgendwie nach einer Lady angehört. Eine bessere Axt. Die erstelle ich mir auf jeden Fall. Ich muss den ganz kurz mal überprüfen hier. Gehorsam. Das dauert, ne? Das dauert wirklich. Also hätte ich mehr Sender. Sender. Hätte ich mehr Sender, dann könnte ich mir mehrere gleichzeitig auch tamen, ne? Das Ding ist, ich will lieber safe erstmal den holen. Das wäre noch eine Wutz. Die Schildtypen sind gerade nicht am Start, ne? Holen wir die mal ran. Natürlich, daneben. Ey. So. Ja, damit. Sehr schön. Aber sonst sehe ich keinen hier. Ob ich hier noch was reinwerfen soll? Also von Nahrung her sieht es eigentlich okay aus. Ich muss dann gleich wieder auf seine Prozente da achten, ne? Dann können wir ruhig noch mal ein bisschen Holz hacken in der Zeit. Auch wenn ich jetzt relativ viel habe, aber ihr wisst, wie es mit dem Material ist. Das verschwindet schneller, als man gucken kann. Okay, da hinten ist jetzt einer. Ich will jetzt nicht zu spät machen, ne? Das sinkt schon relativ schnell, ne? Ja komm, ich habe so viele. Oder jetzt mal lieber direkt in den Körper. Gut. Natürlich nicht. Ach, guck mal hier. Ah, das ist einer mit Schusswaffe, ne? Daneben. Ja, super. Hallo, bleibst du mal stehen? Der verarscht mich doch, oder? Der spielt doch gerade mit mir. Natürlich, jetzt läuft er nicht weiter. Oh, Alter. Der hat doch gerade einfach nur mit mir gespielt, oder? Der hier weiter ballert. Oh, Molly. Ist hier was? Natürlich verballere ich jetzt erstmal. Alles klar. Habt ihr nicht gesehen? So. Ah, gut, ein paar Splitter. Da hinten ist auch noch einer. Da. Das ist auch einer mit Schusswaffe, ne? Aber gut, den könnten wir uns auch holen. Es wird nur langsam dunkel. Ich hatte das hier nicht irgendwie mit den Lasso fangen kann und dann zur Base ziehen ran kann. Ranziehen kann. Wir haben bis jetzt die Hälfte. Das dauert doch ganz schön eine Weile, ne? Muss man schon sagen. Ja, komm, ich esse mir mal die Banane. Nom, nom, nom. Och nö, nein, 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 nein. Nicht der mit dem Schild. Wohl hätte ich genug Patronen für den? Warte, ich hab einen Mollo. Einen Molly habe ich. Und warum nicht? Advanced. Der kein Schaden? What? Also das ist jetzt irgendwie
Das war jetzt irgendwie nicht befriedigend. Boah, wie lange würde der... Den können wir uns doch bestimmt auch holen, oder? Wie lange würde denn das dauern, den zu holen? Oder... Oh, den Affen. Wie lange es würde dauern, den Affen zu holen? Also ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich an Munition komme, ne? Komm, schläg's mal zu. Wunderbar. Okay, so viel Schaden macht er gar nicht. Dachte, er ist irgendwie Wasser am Start. Ich gar nicht so viel Munition. Oh, Stahlarmbrust. Das klingt schon mal vielversprechend. Ich gar nicht so viel Munition bei dem verballern müssen. So, wie geht's dir? Boah, das sinkt wieder extrem schnell, ne? Hälfte. Eieieiei. Nur um sich so einen Dude hier zu holen. Jetzt mit meinem Essen aus, trinken, alles in Ordnung. Komm, was sind Melone, her damit. Habe ich noch irgendwas zu knabbern? Vergifte ich mich, wenn ich jetzt direkt essen würde? Wie ist Maus? Nö. Alles in Ordnung. Störsender. Sollte ich nochmal benutzen, muss man einen Schluck trinken. Was hat er aber für Eigenschaften? Level 19. Lebenssättigung, Rucksack 2 von 19. Ich gelte aber schon als ein Besitzer. Aber online so einen zu tamen ist doch richtig anstrengend, oder? Überlegt mal. Ihr habt so 50% oder irgendwie 80% oder so und kommt ein anderes Spieler und killt den einfach. Das stelle ich mir ziemlich anstrengend vor. Wir können ja mal die Fackel kurz rausholen, damit wir hier ein bisschen Licht haben. Ich glaube, ich sollte nochmal so ein Ding auf ihn hauen, ne? So, drei haben wir noch. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ne, hier. Oh, schon wieder so einer mit Schild. Wir haben aber 90 Splitter. Wie viele Bücher habe ich? 15. 15, 15, 15. Oh, perfekt. NPC-Schaden. Ja. Da will ich gerne rein. NPC-Schaden ist gut. Das ist mehr als gut. Es fällt echt rapide ab, ne? Also hinten habe ich so einen LKW noch gesehen. Wenn wir den zerkleinern, könnte man eventuell Eisenbahnen rauskriegen. Auf diese Dinge habe ich jetzt nicht so Lust, ne? Warte mal. So, Chaosanzeige ist ja noch relativ voll. Ich denke, das sollen wir doch schaffen, oder? Uns hier durchsneaken einmal. Den würde ich schon ganz gerne haben. Hallo? Der LKW. Hä? Bisschen buggy, oder? Ja, okay. Dann könnten wir noch einen bauen zur Not. Den kann ich mitnehmen. Kannst du das auch direkt so auswählen? Wenden. Ja. Gut, dann kann ich das Messer immer so im Inventar lassen. Das Messer in der Leiste ist ein bisschen unnötig, glaube ich. Ah, du bleibst mal schön da hinten. So nicht, Kollege. Oh. Grüne Holzgranaten. Ich brauche Patronen. Ich brauche Patronen, weil ich würde ganz gerne auch nochmal in die Kirche gehen. Aber wie gesagt, nächstes Mal sollten wir uns auf jeden Fall einen neuen Boys-Spot. Warum wollte ich Boys-Spot sagen? Base-Spot. Boys-Spot. Was ist ein Boys-Spot? Ein Boys-Spot? Okay, hier hätten wir auch so eine Farm.
Weißt du, ob ich in der Nähe der Kirche bauen soll? Ah, Fragen über Fragen. Ich sollte das Gebiet mal auskundschaften. Hier wäre vielleicht interessant, oder? Aber ich brauche ein flaches Gebiet. Ist hier oben flach? Ich bezweifle es irgendwie. Irgendwie ist alles sehr hügelig, ne? Unten wäre vielleicht in Ordnung. Ah, Fragen über Fragen. Hast du vielleicht Ahnung? Hatte die Augen zu? Nee. Offen, oder? Jetzt sehe ich es noch schlechter. Mann. Scheint es nicht mehr gut zu gehen. Alter, schaut euch mal die Hände an. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Schaut euch mal deren Hände an. Aber gut, wäre vielleicht besser, einen zu holen mit einer Knarre. Wanderer mit Spitzhacke. Haben die dann auch bestimmte. Die wissen, was ich meine. Der mit der Spitzhacke ist ja dann besser für die Schmiede zum Beispiel. Könnte doch sein, oder? Weiß es nicht. Okay, Chaosanzeige. Wir haben noch vier Störsender. Das ist schon mal ganz nice. Wo könnte ich bauen? Hier ist ein sehr dichter Wald. Hier ist bestimmt ein gutes, flaches Gebiet, ne? Aber ich weiß nicht, ob das zu gefährlich ist. Genauso wie hier. Boah, ist ja irgend so eine dicke Base und sowas. Und da ist auch dann kein Baum mehr, ne? Hier ist bestimmt gut, ne? Stimmt, die Insel. Die Insel ist es bestimmt. Naja, ich muss mal echt schauen. Oder hier. Hier sieht es auch relativ flach aus. Oder an der Straße. Naja, Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Ich werde mal hier ein bisschen abwarten. Dann werden wir den gemeinsam mal tamen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.